Damit herzlich willkommen zur zweiten Runde Tech Tipps von Two Wheel Society. Heute soll es um das Thema Auspuffanlagen gehen, beziehungsweise Auspuff fürs Motorrad. Ich selbst habe auch einen anderen Auspuff drauf, den wollte ich euch heute mal kurz vorstellen. Und zwar ist es der Mief GP. In Schwarz gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, einmal in Edelstahl, in Carbon und in diesem Schwarz gebürstet, wie man ihn hier sieht. Ich persönlich hatte mir überlegt, Carbon oder Schwarz. Und da ich an dem ganzen Motorrad aber nichts aus Carbon habe, habe ich gesagt, der Auspuff soll jetzt nicht das einzige Teil in Carbon bleiben, deshalb lieber schwarz gebürstet. Fügt sich so auch, finde ich, ganz gut ins Gesamtbild ein mit dem Edelstahl, passt sehr gut zum Gesamtmotorrad, wie ich finde. Ansonsten, was mir beim Auspuffkauf noch wichtig war, da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, das Ding soll laut sein, richtig schön laut. Da habe ich mich auch eine ganze Weile durchgefragt, wie die verschiedenen Hersteller, wo die Unterschiede der verschiedenen Hersteller sind, wie sie klingen mit und ohne dB-Killer. Dann kam ich zu dem Entschluss, es gibt einen italienischen Hersteller, der diese Dinger von Hand baut. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, ich verlinke es euch aber unten nochmal rein. Fakt war, Lieferzeit von 4 bis 8 Wochen in etwa. Und da ich den Auspuff diese Saison noch fahren wollte, war mir das einfach viel zu lang und ich habe mich dazu entschieden, mir etwas anderes zuzulegen. Somit ist es dann der Mief geworden, von dem ich einige Videos geschaut habe, mir einige Tipps eingeholt habe von Z-Fahrern, die den Auspuff selbst fahren. Dort war einer so freundlich, mir auch ein Video zu zeigen, wie das Ganze schön knattert und knallt. Sound von dem Auspuff interessiert euch bestimmt auch. Den blende ich euch jetzt einfach mal hier ein. Ja, ihr hört bestimmt schon, das Teil macht gut Alarm, ist wirklich vom Klang sehr, sehr schön. Also mir gefällt der Klang sehr gut. Ich war am Anfang sogar so weit, dass ich gesagt habe, es ist mir zu laut. Aber ich muss gestehen, ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Das ist auch wie beim Auto. Man fährt einen Sportauspuff, im ersten Moment ist es einfach lauter als vorher. Und dann denkt man, oh, das ist jetzt vielleicht doch ein Ticken zu laut. Hätte es ganz so laut sein sollen oder geht es vielleicht auch ein bisschen leiser, aber im Endeffekt, der Auspuff liegt voll und ganz im Rahmen. Man kann ohne Probleme längere Strecken fahren. Ich bin jetzt heute 250 Kilometer bislang gefahren mit dem Auspuff. Ich habe kein Piepsen im Ohr oder sonstiges. Also er lässt sich wohlgemerkt mit dB-Killer wunderschön im Alltag fahren, ohne dass das Ganze zu aufdringlich oder zu laut wird. Ja, wie gesagt, vom Klang her, also für den Alltag wirklich vollkommen ausreichend. Diejenigen, die das Ganze etwas lauter möchten, die können natürlich einen dB-Killer rausnehmen. dB-Killer ist hier normalerweise genietet. Das heißt, ihr habt hier unten in dem dB-Killer eine Niete drin, die müsst ihr gerade aufbohren mit einem Metallbohrer, eine Schraube reinsetzen und dann könnt ihr den dB-Killer ganz einfach rausnehmen oder wieder reinschrauben, je nach Belieben. Ansonsten von der Passgenauigkeit muss ich gestehen, bin ich echt erstaunt über diesen Auspuff. Vor allem, also ich hätte definitiv nicht mit so einer hohen Passgenauigkeit gerechnet. Vor allem der Preis von dem Auspuff geht vollkommen klar. Ich schreibe euch unten in die Beschreibung wieder den Link rein. Da könnt ihr euch den Auspuff zumindest hier für die Z mal anschauen. Gibt es aber auch für, ja, ich sag mal, nahezu jedes andere beliebige Motorrad der heutigen Zeit. Ansonsten, die Montage war wirklich super einfach. Ich habe hier hinten die Originalschraube rausgedreht. Also es ist wieder die Originalschraube, die hier drin ist. Die wird einfach rausgedreht. Dann der alte Auspuff, also die Schraube kurz dran lassen, hier hinten die Mutter losmachen, dass er hier hängen bleibt. Und danach könnt ihr hier unten diese Schraube losmachen. Diese Schraube fixiert den Auspuff am Krümmer. Wenn ihr die los habt,
Ich bin einfach mit dem Fuß drunter gegangen, habe das Rohr so ein bisschen abgefangen, habe da hinten die Schraube rausgezogen und dann hatte ich den ganzen Auspuff in der Hand. Den neuen Auspuff geht er einfach her, nimmt das Rohr, steckt dieses Rohr auf den Auspuff. Ist erstmal egal, wie rum. Ihr seht hier unten, das Rohr hat so eine Einhängeöse für die Feder, genauso wie der Auspuff, also grob so ausrichten. Dann einfach auf den Krümmer draufschieben, nicht vergessen die Schelle reinzusetzen, die dabei ist, die Bandschelle. Dann könnt ihr es so lange einfach hin und her drehen, bis ihr mit dem Auspuffhalter, der hier einfach rumgemacht wird, ja, da oben an diese Befestigungslasche kommt von der rechten oberen Fußraste. Dann hier oben die Schraube durch, dann könnt ihr das Ganze noch so ein bisschen fein ausrichten. Und ja, dann einfach unten fest. Das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist dann zum Schluss die Feder einzuhängen, weil diese Feder wirklich hart ist. Also da müsst ihr wirklich mit einer großen Zange dran gehen und am besten zu zweit schauen, dass einer das Moped fixiert und dass einer hier mit ganzer Kraft die Feder hochziehen kann und dann einhängen kann. Ja, ansonsten gebe ich euch jetzt nochmal aus dem Stand so einen kleinen Eindruck. Wirklich schön, das ist jetzt mit DB-Killer, es ist nicht so aufdringlich. Das Standgeräusch ist wirklich super angenehm. Ihr habt vielleicht gehört, das knallt etwas. Also im Stand ist er wirklich angenehm ruhig, aber sobald man aufdreht, weiß ich, ob man die Flammen sieht. Das macht er natürlich auch während dem Fahren jederzeit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Flammen gesehen habt. Auf jeden Fall auch während der Fahrt schießt er diese Flammen die ganze Zeit hinten raus, beziehungsweise es klatscht relativ laut hinten raus, vor allem im ersten und zweiten Gang in höheren Drehzahlen, wenn man, ja, ich sag mal, aus dem Ort rausfährt oder auf eine zügige Kurve zufährt. Und jedes Mal, wenn er diesen Wechsel von Vollgas oder von Gas auf kein Gas hat, beim Abtouren fängt er dann an, schön hinten raus zu blubbern und rauszuschießen. Oftmals, wie ihr gesehen habt, auch mit Flammen. In dem anderen Video sieht man es aber deutlich besser. In dem Video, in dem ich stehe, vor allem ohne DB-Killer, sind die Flammen halt relativ groß, die hinten rauskommen. Mit DB-Killer muss die Flamme halt ja, durch diesen kleinen Auslass hier hinten raus, und ohne hat sie diese ganze Größe, wo sie rausschießen kann. Das sind ja wirklich riesige Flammen, die rauskommen. Ansonsten, wie gesagt, Verarbeitungsqualität wirklich super, Montage super einfach, der Klang. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wenn ich es lauter will, dann fahre ich ohne DB-Killer. Aber ich muss gestehen, ohne DB-Killer mehr als 20, 30 Kilometer macht mir persönlich dann auch kaum noch Spaß, weil es einfach so laut ist, dass es irgendwann in den Ohren dröhnt. Wird aber eventuell nicht der letzte Auspuff gewesen sein, wie gesagt. Die Italiener haben dann noch was ganz Schickes auf Lager und ja, eventuell probiere ich das nächste Saison mal aus. Der Auspuff ist auch echt günstig im Verhältnis. Von dem her ist es, glaube ich, mal ein Versuch wert. Hier kommen jetzt gleich noch zwei Kollegen hochgeschossen. Das klingt echt cool. MV Augusta. Da vorne raus, gast schön an. Der hinten dran kommt kaum hinterher, aber der Klang von dieser MV Augusta ist echt schick. Keine Ahnung, ich vermute, dass es ein Serienauspuff war. Er war nicht allzu laut, aber er ist richtig schön. Der kreischt so richtig schön, so wie sich ein Motorrad anhören muss. Also wirklich ein schöner Auspuff. Ich glaube, das Moped, das schaue ich mir auch mal näher an. Ja, was den einen oder anderen bestimmt auch interessieren würde, ist das Thema Leistung. Wie verändert sich die Leistung von dem Motorrad? Ich persönlich habe keinen Unterschied feststellen können. Die einen sagen, der Auspuff frisst etwas Leistung, die anderen behaupten, der Auspuff bringt etwas Leistung, je nachdem, ob mit oder ohne DB-Killer. Ich persönlich behaupte, ihr merkt auf der Straße, vor allem auf der Landstraße, überhaupt keinen Unterschied. Die Leistung ist nach wie vor satt da, ob mit oder ohne DB-Killer. Ich persönlich spüre keinen Leistungsunterschied mit dem Auspuff.
Es kann sein, dass da 1,123 PS fehlen oder so, aber ganz ehrlich, im Alltag spürt ihr die nicht. Wenn ihr 2 Kilo abnehmt, dann spürt ihr auch nicht, wie euer Motorrad schneller wird. Ja, das ist, ja, man spürt es einfach kaum. Auf der Rennstrecke, wenn es um das letzte Zehntel geht, kann es sein, dass man es spürt, aber da würde man auch das Gewicht vom Auspuff spüren, der jetzt doch, ja, ich schätze mal 1,5 Kilo leichter ist. Und ich vermute, dass das diese Leistungseinbußen von einem PS oder so wieder kompensieren. Also keine Sorge, der Auspuff mindert den Spaß definitiv nicht. Ihr habt mehr Spaß durch diesen coolen Sound. Ja, von daher, ich bin vollkommen zufrieden, würde den Auspuff jederzeit weiterempfehlen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema Auspuff habt, Auspuffanlagen, dann schreibt die mir gerne in die Kommentare. Ich versuche sie entweder in den Kommentaren zu beantworten oder wenn es zu ausführlich ist oder eine zu umfangreiche Frage in einem der nächsten Videos. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Spaß bei der Arbeit, in der Schule oder auch im Urlaub, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und wir sehen uns beim nächsten Video.